Peace, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir werden heute die neuen Gönnergy-Sorten von Montana Black testen. Und wir müssen heute ein bisschen leiser reden, denn meine kleine Tochter, die schläft hinten und die Wände sind ein bisschen hellhörig und gerade nicht so dick. Deswegen müssen wir ein bisschen leiser machen, denn mein Kind ist mein Ein und Alles. So, wir werden heute die drei neuen Sorten von dem Gönnergy testen bzw. verkosten. Und zwar haben wir einmal die Sweet Lemon, süße Zitrone, White Peach und einmal die Juneberry Jam. Ich bin gespannt, Freunde. Und lasst uns mal eingießen, gucken, wie die Farbe ist. Und dann folgt der Geschmackstest. So, ich habe jetzt mal eingegossen und ich muss sagen, so von der Farbtöne her ist das schon ziemlich geil. Sieht das schon ziemlich geil aus? So, ich glaube, ich habe das jetzt erstmal perfekt hingestellt, man sieht alles. Ich finde von der Farbe her, muss ich wirklich sagen, Sweet Lemon am geilsten, weil es mir persönlich am besten aussieht. Wir fangen aber mit Juneberry Jam mal an. Oh, Juneberry Jam ist sehr süß, schmeckt auf jeden Fall schon mal sehr, es ist was für süße Menschen. Also Juneberry Jam ist echt was für die süße Zunge, muss ich sagen, für welche, die es von euch wirklich sehr süß mögen. Es schmeckt sehr süß und halt sehr bärig, muss ich sagen. Also, find's geil, ich würde es jetzt nicht immer trinken, aber mal so... kann man sich da schon mal gönnen, wenn man es echt mal wirklich süß braucht. Und falls ihr den Test von den ersten Gönnergy-Sorten sehen wollt, das Video verlinke ich euch hier oben nochmal. Hier ploppt es wahrscheinlich jetzt auch gerade nochmal auf und ich verlinke es euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt lasst uns weitermachen mit Sweet Lemon. Okay, Sweet Lemon ist, es schmeckt nach Zitrone. Es ist eine leichte Süße drin, eine leichte süße Zitrone, aber im Abgang säuerlich. Passt eigentlich für eine süße Zitrone, kann man sagen, ne? So, und jetzt, ich habe gehört, das soll mit eines der besten sein. Wir werden mal sehen, White Peach, wie das schmeckt. Brösterchen. Okay. White Peach erinnert mich ein bisschen an Eistee. Es ist Eistee mit ein wenig Energy drinne und ja, Kohlensäure halt, ne? Also es geht in die Richtung Eistee. Wem das jetzt zusagt, Eistee mit Kohlensäure, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es als Abwechslung mal, Verzeihung Leute, richtig nice als Abwechslung. Aber ich würde es jetzt nicht durchgehend trinken. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden würde, würde ich wirklich das ganz Süße wahrscheinlich nehmen. Die anderen sind mal für zwischendurch, ja, auch wenn ich jetzt die Wahl hätte. Geschmäcker sind verschieden, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist einfach so. Naja, gut, Freunde. Also, ich muss sagen, hat Montana Black wieder was rausgehauen. Finde ich klasse. Schmecken wirklich alle drei sehr gut. Sehen auch optisch sehr ansprechend aus. Und werde mir die ein oder andere auch mal gönnen. Ich muss dazu noch sagen, ich habe die Dosen nicht gesponsert bekommen. Ich habe mir die selber geholt, um die selber zu verkosten, um das Video für euch abzudrehen, wie die Dinger denn schmecken. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Patrick. Ciao.